Herzlich willkommen zu den Plenty Markets News im Januar 2023 schon. Heute geben wir euch einen Überblick, zu welchen Themen wir während der Plenty Markets Keynote am 9.2. ein Paket an wichtigen Informationen für euch auspacken werden. Es wird also spannend und nach dem Intro geht's los. Am 9.2., also in rund 2 Wochen, sehen wir uns wieder, und zwar in einem Livestream. Wir sind hier in Kassel im Better Now Studio und führen euch da durch die Produktneuerung von Plenty Markets. Also was kam jüngst, was kommt demnächst und was ist eigentlich der Vorteil dabei für euch? Unser Kernziel, was uns antreibt und auch gerade hier für den Livestream ist, euch zu zeigen, wie ihr mehr erreichen könnt mit weniger Aufwand. Und wie wir diese Ziele angehen, dazu liefern wir euch Antworten eben am 9.2. im Livestream. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Infobox. Klickt da direkt mal drauf. Die Teilnahme ist kostenlos. Und heute an meiner Seite sind Aya Steven, Area Product Manager, OMS und Automation. Dann der Daniel Bleichroth, Area Product Manager, Plenty Channel. Die Lisa Haag, Area Product Manager, Business Development, und der Thorsten Dachs, Area Product Manager, CRM and Goods. Da würde ich sagen, legen wir mal los. Aya, bitteschön, du bist dran. Ja, sehr vielen Dank, Jan. Also für die Keynote werden 2 Themen aus dem Bereich OMS von größerem Interesse sein. Es sind auch keine großen Überraschungen dabei, weil es Themen sind, an denen wir schon ein bisschen arbeiten. Das eine ist das Thema Order UI natürlich, für die Keynote unter dem Motto stehen wird, reduziert aufs Maximum. Das heißt, wir werden da ein bisschen was zeigen, wie man aus unterschiedlichen Blickwinkeln sich die UI zusammenbauen kann oder für welche Use Cases das interessant wird. Und vor allen Dingen da interessant wird die Compact View, die werden wir da zum ersten Mal zeigen. Das wird vor allen Dingen für Bestandskunden sehr interessant. Das zweite Thema werden die Dokumente sein. Da haben wir zuletzt gebaut das X-Rechnungsformat und das ist eigentlich eine ganz spannende Neuheit, weil dann endlich elektronische Rechnungen auch möglich sind. Und genau, Details wird es dann während der Keynote geben. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe heute was mitgebracht, einmal bezüglich Amazon. Und zwar arbeiten wir an einer vereinfachten Einrichtung für Amazon. Das heißt, es wird in Zukunft in Richtung schrittgeführte Einrichtungen gehen. Und das Ziel dabei ist es, das einfache und schnellere Onboarding der Plenty Markets User. Ja, weiterführende Informationen diesbezüglich findet ihr in der Infobox. Und Themen für die Plenty Keynote habe ich auch dabei. Das ist unter anderem Shopify. Da sind diverse Sachen, unter anderem auch die Anbindung, also die wir überarbeiten, und eine Migrationsmöglichkeit von Plugin auf App. Aber alles Weitere erfahrt ihr direkt auf der Plenty Keynote. Zusätzlich arbeiten wir aktuell am Katalog. Dort gibt es natürlich auch eine ganz normale Weiterentwicklung. Wir stellen intern quasi die Version um. Für euch bleibt soweit alles beim Alten. Es gibt aber auch noch weitere Neuerungen. Auch hier wieder weitere Informationen erhaltet ihr auf der Plenty Keynote. Und das letzte Thema für die Plenty Keynote ist der Miracle Connector bei uns. Was ist Miracle überhaupt? Also Miracle erlaubt es uns, letztendlich relativ schnell Marktplätze anzubinden. Wir haben auch neue Marktplätze dabei. Wie gesagt, das erfahrt ihr auf der Plenty Keynote. Dann gebe ich weiter an Lisa. Ja, vielen Dank, Daniel. Wir freuen uns natürlich auch am 9.2. euch super viel Neues aus der Area Business Development erzählen zu können. Insbesondere darüber, wie es denn weitergeht mit dem Plenty Shop. Eine Frage, die wir oft bekommen, in der Vergangenheit schon viel erzählt haben und jetzt an einem Punkt sind, wo wir euch mit auf die Reise nehmen wollen und erzählen wollen, wie es technologisch weitergeht und dann auch für Kunden, Bestandskunden, aber auch neue Kunden, und warum sich es lohnt, dort einzuschalten und zu erfahren, was denn der neue Plenty Shop ist. Wir werden präsentieren, wie es bei uns mit der Entwicklung der PWA voranschreitet, was unsere Pläne sind, dort Agenturen und Entwickler mit auf den Weg zu nehmen, gemeinsam eine Community zu bilden und ein gutes Endprodukt hier zu schaffen, und auch was die Timelines sind, dann Händlerinnen und Händler darauf zu schalten. Und wir werden Einblick geben, für welches Frontend oder welche Frontend-Integration wir uns denn entschieden haben, mit dem Einblick in unsere Standard-Integration zu Vue Storefront, einem Framework, was bestimmt einigen bekannt ist, welche Gedanken wir uns da gemacht haben, auf welches Feedback wir gespannt sind. Das wollen wir alles in der Keynote und in einem anschließenden Deep Dive präsentieren und freuen uns auf das ganze Feedback während des Events und was wir danach bekommen.
Und wenn ich hier schon spreche, möchte ich nur eine Nachricht nochmal rausbringen. Wir haben es schon angekündigt, dass unser Shop-Booster dauerhaft kostenfrei ist. Wir sehen, dass schon viele umstellen. Hier nur nochmal die Ermutigung, sofort von unserem Shop-Booster zu profitieren, ihn jetzt anzustellen. Und wer nochmal nachlesen will, welche Vorteile das Ganze bringt, findet hier in der Infobox oben rechts auch nochmal unsere Ankündigung aus dem Forum. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf die Keynote und damit gebe ich weiter an Thorsten. Vielen Dank, Lisa. Ja, auch wir kommen mit Themen zu Keynote. Unter anderem haben wir da drei größere Blöcke. Zum einen ist das die Artikel-UI. Da ist es ja jetzt so, dass wir im Bereich Feature-Gleichheit zur alten UI auf der Zielgeraden sind. Und da wollen wir euch einfach zeigen, ähnlich wie AIE, welche Vorteile tatsächlich jetzt die MyView bietet an der Stelle. Und ganz konkrete Beispiele, wie zum Beispiel das Übersetzen von Artikeltexten. Das wird sehr spannend. Im Bereich CRM haben wir ja jetzt auch seit einiger Zeit schon Messenger in Kombination mit E-Mail-Bilder am Start. Und da wollen wir euch auch mal zeigen, wie da so ein richtiger Flow funktioniert, weil unser Ziel ist da ja auch, unsere gesamte Schriftkommunikation zu vereinheitlichen. Dem sind wir ein Stück näher gekommen damit. Das zeigen wir euch gerne. Aber wir sagen euch auch, was wir noch vorhaben in Zukunft. Und im Bereich Plenty Warehouse ist es so, für die, die es noch nicht kennen, das ist unsere neue App für den Lagerbereich, die jetzt aktuell in der ersten Stable-Version vorliegt. Da haben wir ganz konkret jetzt hinzugefügt einen neuen Wareneingang, und zwar mit Zuordnung zur Nachbestellung. Den wollen wir euch gerne demonstrieren und auch da noch zeigen, was da in Zukunft geplant ist. Wird sicherlich total spannend. Und Jan, wann ist diese Keynote nochmal genau? Wann findet die statt an? Warte mal, irgendwann in den nächsten 2 Wochen, Thorsten. Ich glaube, es war der 9.2.2023, aber am besten, ihr klickt unten in der Infobox auf den Link und meldet euch direkt an, dann seid ihr auf jeden Fall auch informiert und am besten direkt live dabei. Aber an der Stelle erstmal vielen Dank. Ich merke schon, es wird auf jeden Fall eine sehr spannende und wichtige Keynote, weil wir doch eine ganze Menge Dinge fertig bekommen haben. Und warum wir plötzlich so viele Dinge fertig bekommen haben und es vorher vielleicht einen Ticken länger gedauert hat, dazu möchte ich auch was sagen. Stichwort, wir haben uns neu aufgestellt, Projektplanung verändert, ganz spannendes Thema. Da hört ihr bald was zu, also am 9.2. natürlich. Ja, und bis dahin. Habt eine wunderbare Zeit und ich hoffe, wir sehen uns live eben am 9.2. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut.